Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier, 2 Sternhof, heute schon am Donnerstag. Eine wunderschöne wünsche ich euch. Oh, endlich wieder zurück zu meinen Pferden und zu meinen Schweinchens. Endlich sind sie wieder alle da. Na, geht's euch gut? Ihr kleinen Fressmäuler. Ja, die fressen mir die Haare vom Kopf, ey. Gut, ja, wir sind wieder zurück. Hier müssen wir mal ein bisschen sauber machen, ne? Hier wurde ja... Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein... Sieht aus wie Pellet, sieht das aus. Das ist bestes Schweinefutter, habe ich mir sagen lassen. Ja, gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Und dann möchte ich jetzt gar nicht so lang rum. So, der ist am Ansehen der Gerste. Ich glaube, das ist das letzte Feld sogar, ne? Kann das irgendwie... Ist das möglich? Kann das, was? Ach so, Mission hier, ne? Jo. Aha, das ist eine Mission. Gut, ja, natürlich könnte man auch die Mission abbrechen und... Ach so, ich kann einfach so vorspulen, ne? Das würde wohl auch funktionieren. Wie sieht denn eigentlich mit dem Düngerstatus aus? Es ist alles voll gedüngt. Das heißt, wir müssen nur aufpassen auf Unkraut. So, wie würde man denn theoretisch Unkraut bekämpfen? Weil da können wir doch schon mal Maßnahmen ergreifen. Na, sagen wir es mal so. Also wir spulen jetzt schon mal ganz vorsichtig vor. Ja, Lohnkosten, die müssen wir sowieso bezahlen, ist schon klar. Wo ist denn die Sprit... Ah ja. Aber wir haben ja keinen Strickel, soweit ich weiß. Das heißt, wir müssen das alles mit der Spritze machen. Ist da Herbizid? Yo, sehr gut. Ist Herbizid drin? Haben wir... Ich glaube, wir haben sogar schon Unkraut bekämpft, ne? Das heißt, es kann einfach so dahin wachsen. Och, schön. Schöne Ding. Das heißt, es wäre vielleicht besser, wenn ich den Drescher bereit mache, ne? Nicht so lange rumquatsche hier, sondern einfach mal den Drescher auf Vordermann bringen. Weiß noch gar nicht, wo wir anfangen, theoretisch. Aber ich glaube, da oben bei Feld Nummer 8 wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Und glaube, wir haben angesehen Sojabohnen. Kann das sein? Sojabohnen, ist das noch richtig? Warum ist das so? Soja... Nee. Was haben wir denn angesehen? Hafer für die Pferde. Genau, so war es nämlich gewesen. Das heißt, wir müssen dann auch noch ein paar Bällchen pressen, aber das ist ja gar kein Problem. So, den nehmen wir mit. Auf. Achso, ist schon aufgeklappt, ne? Ah, ich will immer aufklappen, aber es geht nicht mehr zum Aufklappen. Da kann man eine wunderschöne Ernte einfahren, da freue ich mich schon drauf. Abfahrer macht diesmal der Deutz, würde ich sagen. Weil, ja. Ja, könnte man eigentlich machen, ne? So, dann haben wir den schon mal bereitgestellt, ne? Der Deutz würde es wohl schaffen. Also der IT-Journal ist zwar mega groß, das weiß ich. Der Deutz würde es wohl irgendwo hinbekommen. Der Waltra kann dann... Der Waltra kann eigentlich mit der Ballenpresse dann fahren, oder sehe ich das falsch? Okay, das funktioniert auch. Ja, das Gewicht war vom anderen. Ja, warte mal, wir machen jetzt einfach mal das Gewicht dran. So, und holen mal den schönen IT-Runner, ne? Was sagt der Plan? Der Plan sagt im Wachstum. Alles, habe ich auf schnell eigentlich gemacht? Jo, Pflanzenwachstum schnell. Ja, gut. Achso, natürlich die Dinger jetzt, ne? Die Pferde und die Schweine und so weiter, die werden jetzt halt langsam alle, ja, wachsen und gedeihen, sagen wir es mal so. Oh, ist schon schwer, ne? Vielleicht sollte man noch die andere Bereifung draufpacken. Ich glaube, da ist gerade was reif geworden da hinten. Schauen wir uns gleich nochmal an, aber muss hier eine andere Bereifung draufballern, dann müssen wieder die Breitreifen mit den Radgewichten drauf. Ne? Es geht nicht anders. Ich sag's dir, wie es ist. So, jetzt fahre ich mal so rein. Es sollte nichts anderes nehmen außer den Traktor. Jo, danke. Also mal reparieren. Für 16 Euro. Das ist okay. Dann machen wir... Oh, lol. Das machen wir rauf, ne? Genau. Konfigurieren. Jo, dankeschön. Sehr gut, da sieht es schon ein bisschen besser aus, ne? So, jetzt schauen wir nochmal, ob wirklich alles reif geworden ist. Oder ob das wirklich... Jo, alles reif. Sehr schön. Perfekt. Ja, das Gute ist, wir haben nicht solche extrem langen Wege, ne? Das heißt, wir können wirklich sagen... Oh, lol. Können wirklich sagen... Was wollte ich jetzt sagen? Dass er deutlich nicht solche Monsterwege hinlegen muss. Das ist schon ganz gut eigentlich, so. So, die Strohablage anschalten, das ist richtig. Ne, weil wir wollen ja natürlich beste Stroh für unsere Pferde haben. Oder auch für unsere Schweine natürlich, klar. Ne?
So, da hinten kommt was raus. Das ist super. Das werden wir wahrscheinlich entweder... Ja. Wenn man das jetzt gleich machen würde, ne? Da müsste ich jetzt nicht extra schwaden. Weil ich habe jetzt sonst eh nichts zu tun, wenn wir uns ganz ehrlich sind, oder? Oder müssen wir irgendwas mit den Tieren machen? Ja, wir müssten noch ein bisschen zusammenrollen, also zusammenkehren, sag ich mal so. Aber das geht jetzt nicht. Weil ich habe den Frontlader-Traktor unterwegs. Die haben, oh, 95%, die super, muss man sagen. Aber Sauberkeit ist es halt, das müssen wir nochmal reparieren. Also reparieren im Sinne von, ne? Das hat funktioniert mit dem Reiten, das sieht gut aus. Also dieser Reitmod, der ist schon klasse, muss man sagen. Ja, das hat gepasst. Ja, dann können wir doch arbeiten gehen. Läuft. Da können wir die schöne, dicke Rundballen pressen. Ah ja, und der Lamborghini kann dann noch ganz gemütlich weiterarbeiten. Das ist auch sehr, sehr gut. Also es läuft, muss ich sagen. Es läuft wirklich gut. Ja, das schafft er locker. Guck mal. Ich habe gedacht, er hätte ein bisschen Probleme mit der Walter, aber nö, also läuft erstaunlich gut. Das ist noch ein Heuball, der übrig geblieben ist, glaube ich. Ja, das Gute ist halt, wenn ich jetzt ein bisschen was gepresst habe und der Lamborghini dann fertig wird, dann können wir langsam anfangen, die Ballen schon aufzuräumen, weißt du? Das ist eigentlich immer wieder mal ganz, ist eigentlich ganz okay. Wir haben zwar mehrere Aufgaben gleichzeitig, aber das ist ja gar kein Problem für einen konditionsstarken Landwirt, ist ja gar kein Ding, ne? Ist ja täglich Brot praktisch für ihn. Seht ihr die Lichterknöpfe da hinten? Also, irgendwie stimmt da noch einiges nicht, Ja, ich will auch nicht, weißt du, will auch nicht die Steine aufnehmen mit der Presse. So. Ja, ich glaube, die Frage, was wir als nächstes drauf machen, wäre jetzt noch etwas früh. Wobei wir schon gesagt haben, kann mich daran erinnern, Mais. Ne? Für Körnermais, für die Schweine, haben wir gesagt. Oder haben wir Rüben gesagt? Ich glaube, wir haben mehrere Sachen gesagt, ne? Du, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Wobei Körnermais, glaube ich, wäre schon ziemlich geil. Weil Körnermais, da fahren die Schweine ja voll drauf ab, ne? Habe ich gesehen hier. Wo war denn das? Nicht Körnermais, was war? Irgendwas anderes war das. Ja, Weizengerste, müssen wir gucken. Habe ich nichts mehr im Lager? Ne, wir haben nichts mehr im Lager. Was bin ich denn für ein armer Landwirt, der nichts mehr im Lager hat, ey? Ja, auf alle Fälle müssen wir hier mal. Also, jetzt haben wir erstmal, ne? Deswegen ernte ich jetzt der Hafer, ne? Hafer wird erstmal voll gemacht hier, ne? Voll reingeschüttet und was übrig bleibt, kommt ins Lager. Perfekt. Und jetzt können wir dann eben gucken, was ist denn für die Schweine wichtig? Weil ich sehe hier Mais, ne? Ah, guck mal hier, doch, habe ich richtig gelesen. Das heißt, wir werden auf alle Fälle Körnermais ansehen, eine volle Runde, ne? Werden aber natürlich dank der Missionen dann wieder das ein oder andere abnehmen. Haben wir nicht noch irgendwelche Missionen, die wir machen können? Da habe ich ja Bock drauf, ne? Muss ich ja sagen. Eine Düngemission. Ja, ich habe jetzt keinen Traktor frei momentan. Eine grobe Mission, ja, Flugmission, ja, das ist halt so ein Selbstläufer, weißt du, das läuft halt so, komm, das können wir eigentlich machen, weil da können wir auch den, den Fendt ausleihen dafür, das ist eigentlich auch ganz okay, dann verdienen wir immer noch 3.000, 4.000 für nix, oder fast nix, das ist okay. Jetzt habe ich mir aber das Feld nicht gemerkt, tatsächlich, ne? Feld Nummer 19. Wo ist denn das? Die 19, bitte. Wo ist die 19? Ja, ganz links unten. Klar, da waren wir schon mal, ne? Das hat nicht so gut funktioniert auf dem Feld. Aber wollen wir das jetzt mal nicht als böses Omen nehmen, sondern wollen einfach mal gucken, ob das denn besser klappt heute. Das wäre ja die eigentliche Mission. Jetzt gucken wir mal, ob ich da noch hinfinde. Ich schaue jetzt nicht mehr auf die Karte, ne? Ich weiß, wo das Feld ist. Es ist ganz unten links. Ich glaube sogar zu wissen, wie wir da noch raufkommen. Ich glaube, aber ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Aber ich guck mal hier oben, wie alles nachgewachsen ist, ne? Richtig gut. Ja, aber kurz und lang ist natürlich mehr Felder, wenn schon cool. Ich weiß, ich höre euch ja schon, ne? Oder ich kann mir jetzt schon vorstellen, was in den Kommentaren dann stehen wird. Ah, oh, kauf mehr Felder. Weil fuhrparktechnisch mit drei Fahrzeugen, ne? Klein, mittel, groß. Sind wir ganz gut aufgestellt, ganz ehrlich. Wir können unsere Tiere versorgen. Das bisschen, was fehlt, das holen wir halt mit der Mission rein. Das ist nicht das Problem. Und eigentlich können wir richtig auf Felder gehen, ne? Weil Felder
Ist natürlich auch über kurz oder lang eine geile Einnahmequelle. Mehr Arbeit, ja. Aber jetzt nicht, wo man sagen wird, oh, das ist ja ein Haufen Arbeit, ne? So, wir können aber jetzt hier direkt anfangen, weil dann muss ich, genau, hier anfangen. Oder ich lasse sowieso den Helfer arbeiten. Das wird ein bisschen dauern, deswegen, oh, hier vorne anfangen, guck mal. Das ist so ein, hier ist eine Ecke, noch eine Ecke, ne? Oh, hier ist auch so ein Reiterparcours, da können wir mal hingehen in der ruhigen Minute. Aber dann habe ich schon eine ruhige Minute hier, ne? So, das funktioniert, das passt auch, das läuft, das auch. Ja, Leute, lass uns mal weiterpressen, ne? Wird ja nicht besser hier, du. Doch, ich finde das gut. Dann haben wir so ein paar Sachen beschäftigt. Finde ich ganz angenehm eigentlich. Wow, alter Schwede. Also, die Absicht, Strohballen zu machen, war jetzt gar nicht so der Grund für Hafer, ne? Der Grund für Hafer kam eigentlich ganz wirklich wegen den Pferden. Sonst eigentlich ist, wenn das eh Wumpe, ob da jetzt was hinten was rauskommt oder nicht. Aber ich sag, wir sind jetzt noch ziemlich am Anfang von diesem Projekt. Und je mehr wir auf Lager haben, desto besser. Ist zumindest meine Meinung. Und wenn ich mir jetzt anschaue oder wenn ich mir jetzt überlege, dass die nächste Runde komplett Mais sein wird, ne? Und die nächste Runde vielleicht komplett Kartoffeln oder Rüben sein wird, zum Beispiel, ne? Dann muss ich einfach sagen, dann ist es besser, wenn wir jetzt alles mitnehmen, was wir bekommen können an Stroh, damit wir das auf Lager haben. Weil was auf Lager ist, kann nicht kaputt werden über kurz oder lang. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Jetzt werden wir aber ganz schnell, ne, ganz schnell, werde ich jetzt einfach mal den Abfahrer machen hier. Ich hoffe, das funktioniert. Mit meinem wahnsinnigen Glück habe ich natürlich wieder den Waldreiz jetzt komplett dahingestellt, wo er jetzt stehen bleiben wird, ne? Oder er ist blockiert durch den Waldrad. Das wäre auch nicht so verkehrt. Kollege. Bin da. Oh. Natürlich ist er nicht da, ne? Also nicht da im Sinne von wartet er nicht. Machen wir das ruhig. Ja, ja, ist doch gut. Oh, hallo. Hallo, hallo, hallo. Bleib doch mal geschmeidig. Das funktioniert nicht. Sag mal. Überall piept es hier. Was ist denn hier los? Das passt schon, nur du hast mir keine Zeit gegeben, ne? Um das ein bisschen auf entspannt zu machen hier. Weil von der Höhe her ist sich das schon ausgegangen. Guck mal. Das läuft wunderbar. Ich höre das Piepen bis hierhin, ne? Das verstehe ich manchmal nicht, ne? Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Jetzt funktioniert es auf alle Fälle. Einfach so stehen bleiben. Klappt schon irgendwie. Ja, das Schneidwerk wurde immer wieder bemängelt. Das heißt bemängelt. Ich habe mir auch überlegt, ob wir uns ein größeres Schneidwerk kaufen. Weil ich könnte... Wir haben das jetzt, ne? Und das nächstgrößere, das wäre das hier. Das ist schon richtig groß, ne? Das hat 9 Meter. Und wir fahren jetzt, glaube ich, mit 5 Meter. Man muss halt immer so überlegen, ne? Das hat schon einen Grund, warum da steht, dass das eher für den RSM 161 gedacht ist, ne? Und der RSM 161, wissen wir alle, das ist das Ding hier. Weißt du, es hat auch mit dem Korntank was zu tun, weil der hat 10.500 Liter und der hat 4.500 Liter. Also es hat schon irgendwo auch einen Sinn, was da steht. Weil du fährst eine Bahn, Ding ist voll. Ne? Du bist halt öfter am Abfahren als sonst irgendwas. Es ist halt schlicht. Ja, muss man einfach sparen, ne? Einfach sparen für einen größeren Drescher. Ich wurde jetzt mal gefragt, ob es ein Projekt gibt, nur eins, wo ich mit meinem gesamten Fuhrpark zufrieden bin. Und ich musste für mich innerlich die Frage verneinen. Also es gibt kein Projekt, wo ich sagen würde, das ist perfekt. Wo es sehr gut ist, wie ich finde, ist schon auf der Felsbrunn. Da finde ich, das haben wir uns wirklich erarbeitet. Das ist, Felsbrunn ist wirklich schon richtig geil. Aber auch noch nicht perfekt. Das muss man einfach so sagen. Perfekt ist es nicht. Wobei perfekt auch immer eine Ansichtssache ist. Das muss man auch dazu sagen, ne? Aber, ja. Jetzt muss ich mal schauen. Also, das heißt, die Pflugmission läuft. Die Sämission läuft. Wir sind in der Ernte. Wir sind am Verarbeiten des Strohs. Das finde ich auch schon mal richtig gut. Also, momentan kann es eigentlich besser laufen. Den Tieren geht es ganz gut. Ja, man müsste vielleicht mal bei den Schweinen ein bisschen sauber machen. Das kann ich aber machen, wenn die Sämission abgeschlossen ist, weil das ist unser einziger Frontladertraktor.
Wobei, ich glaube, wir könnten den Deut auch nochmal zum Frontlader umkonfigurieren, ne? Das würde wohl auch funktionieren, glaube ich. Doch. Aber das können wir uns morgen anschauen. Wir sind nämlich für heute schon wieder fertig. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen erlassen, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.